Zerknüllst du dein Backpapier auch immer, bevor du es benutzt? In diesem Video zeige ich dir, warum du das unbedingt machen solltest und außerdem zeige ich dir später noch einen genialen Bonustrick. Denn wenn du ein Stück Backpapier nimmst, dann ist es ja immer so aufgerollt. Das bedeutet, wenn du es jetzt auf dein Backblech legen möchtest, dann rollt es sich meistens auch wieder zusammen. Und selbst wenn du es einfach umdrehst und versuchst, so auf dein Backblech zu platzieren, hast du das gleiche Problem. Es rollt sich irgendwo auf. Und genau deshalb solltest du das Stück Backpapier, bevor du es benutzt, einmal komplett zerknüllen. Einfach so einmal in deiner Hand zerknüllen, so wie du es hier bei mir sehen kannst. Jetzt nimmst du es dir dann wieder und machst es wieder auf. Denn wie du sehen kannst, ist es jetzt richtig schön glatt und so kannst du es einfach auf dein Backblech legen, ohne dass es sich wieder zusammenrollt. Dann kommen wir auch schon direkt zu unserem zweiten genialen Bonustrick. Denn wenn du eine solche Backform hast, ist es meistens auch gar nicht so einfach, hier ein Stück Backpapier drin zu platzieren. Doch auch dafür gibt es natürlich einen genialen Trick. Anstatt es einfach so reinzudrücken, bis es irgendwann hält, was es sowieso nie wirklich macht, solltest du die Backform umdrehen. Nimm jetzt das Stück Backpapier, stülpe es hier rüber und beginne es dann an den Ecken zu falten, so wie du es hier sehen kannst. Denn wenn du es außen einmal kurz überall rangefaltet hast, dann musst du es nur noch umdrehen und kannst es perfekt in der Backform platzieren, ohne dass es hier jetzt wieder herausrutscht. Hast du übrigens schon mal einen Luftballon in deine Toilette gesteckt? In dem Video, welches ich dir an dieser Stelle verlinke, zeige ich dir, warum du das unbedingt tun solltest. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.